und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Mal ist es wieder ein etwas anderes Video. Diesmal gibt es nämlich die Top 5 Siggi-Sprüche. Ja, ihr fragt euch jetzt, wer ist Siggi? Siggi ist ein Lehrer, und der auch etwas älter ist. Und ja, er tut immer ganz coole Sprüche loslassen und die am meisten und am häufigsten sagt und die am besten ankommen, die werde ich euch nun einmal vorstellen. Wir fangen mit dem ersten Spruch an. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, es gibt schon ein anderes Video von diesem auf YouTube, das ist von Jansinniger gedreht worden. Den könnt ihr mal abchecken, gebt auf YouTube Jansinniger ein, abonniert den, gebt ihm einen Daumen nach oben. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts mehr. Wir fangen mit dem Video an. Der erste Spruch ist, tu dein Fläschler weg. Das sagt er immer, wenn man im Unterricht etwas trinkt, weil der Siggi mag das nicht so gerne, wenn man im Unterricht trinkt, und deswegen sagt er diesen Spruch immer. Der nächste Spruch ist, hallo Burschi. Das ist ein auch recht beliebter Spruch von ihm. Ich weiß jetzt gar nicht, wann er den immer so genau sagt, aber es ist auf jeden Fall ein recht cooler Spruch von ihm. Und ja, wir kommen weiter zum nächsten Spruch. Der nächste Spruch ist, tu dein Batschkappen runter. Diesen Spruch sagt er immer, wenn man im Schulhaus, wenn man ihn trifft und man eine Käppi oder eine Mütze auf hat. Aber wenn man eine Mütze auf hat, sagt er immer, tu dein Zipfelmützen runter. Aber ja, das ist ein cooler Spruch und den sagt er, hab schon gesagt, wenn er den sagt, boah, bin ich dumm. Okay, wir kommen zum nächsten Spruch. Der nächste Spruch ist, dir juckt aber schon ein bisschen dein Fell. Das ist ein recht beliebter Spruch von ihm. Ich weiß wieder nicht genau, wann er den sagt, aber ist ja auch egal. Das ist ein richtig geiler Spruch vom Siggi. Und wir kommen damit zum besten Spruch von mir ausgewählt. Und der ist, na Katzis halt raus. Diesen Spruch sagt er immer, wenn man im Unterricht auf seine Frage keine Antwort weiß, dann sagt er diesen Spruch immer, weil er es anscheinend für so einfach hält, diese Aufgabe, was wir Schüler aber nicht meinen. Und dann sagt er diesen Spruch immer, das ist ein richtiger Gag immer im Unterricht. Ja, ich verabschiede mich auch schon wieder von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren. Ja, checkt das Video von Jansinniger ab, gebt auf YouTube Jansinniger ein. Verlinken ist noch nicht so bei mir. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, dann tut mal sowas von den Like-Button vergewaltigen. Dazu muss ich ihn aber noch ein bisschen besser kennenlernen, um seine Sprüche noch besser rauszufinden, um euch dann einen zweiten Teil zu präsentieren. Und dann würde ich sagen, haut rein und ciao!